Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast oder nee, bei meinem Kein-Strick-Podcast 7 Knits zur Folge 32. Es ist mir schon ganz unangenehm, aber es ist heute wieder so, dass ich es eigentlich nicht vorgehabt habe, heute aufzunehmen, weil ich euch was Kleines Gewebtes zeigen wollte. Das war eigentlich bis vor einer Stunde noch nicht fertig oder sagen wir mal vor 2 Stunden. Dann wurde es eben fertig. Dann hatte ich aber jetzt eigentlich vor, einen kurzen Besuch bei jemandem zu machen, aber das hat sich jetzt zerschlagen und jetzt hatte ich praktisch ein bisschen Leerlauf. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das doch jetzt schnell. Ob ich das jetzt heute mache oder morgen, ist ja dann auch egal. Ich weiß allerdings nicht, wann der Podcast hochgeladen wird. Also das letzte Mal hat es, glaube ich, wieder 2 Tage gedauert. Oder auf jeden Fall habe ich es dann gleich zu einer bestimmten Uhrzeit hochladen lassen, weil ich gemerkt habe, das dauert so lange und mitten in der Nacht muss er ja auch nicht hochladen. Ja, das ist eine Dauerwerbesendung. Das scheint jetzt wirklich, also ich habe irgendwo gehört, dass man da jetzt echt ganz vorsichtig sein soll. Irgendjemand hat es nochmal ganz arg ausgeführt und auch mit obszönen Bemerkungen, dass man da vielleicht gesperrt wird. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, weil manchmal gehen ja doch die Pferde mit mir durch. Und ja, da muss ich also jetzt ein bisschen schauen, nicht, dass ich da zensiert werde. Aber auf jeden Fall ist das eine Werbesendung. Ich werde nicht gesponsert. Ich habe auch alles selber gekauft. Und wenn ihr das auch kaufen wollt, seid ihr selber schuld. So wie ich auch. Ich werde auch immer verleitet zum Kaufen. Aber ich kaufe auch freiwillig. Und genauso mache ich das hier auch freiwillig und werde also von niemandem gezwungen, hier irgendwas zu zeigen. Ja, dazu wollte ich dann später auch noch mal was sagen, grundsätzlich. Ja, ich habe ein paar fertige Sachen diese Woche. Ich habe was Kleines Gewebtes, sofern euch das nicht auf den Wecker geht. Wenn nicht, ich zeige das ja etwas später, dann könnt ihr ja so ein bisschen vorspulen. Und was Neues angeschlagen, auch was Neues angeschlagen und schon fertig bekommen. Und ja, dann hatte ich ja 2 Sachen gezogen. Darüber wollte ich auch noch was sagen. Aber bevor ich jetzt starte, noch einmal herzlichen Dank für die lieben Kommentare, die ich wieder bekommen habe. Ich glaube, ich habe nicht auf alle geantwortet, aber habe allen ein Herzchen gegeben. Ich bin da immer am Anfang ganz euphorisch. Ach, kennt ihr das immer? Wenn es nichts sein soll, juckt es einen plötzlich in der Nase. Ja, ist so. Auf jeden Fall, am Anfang bin ich ganz euphorisch und dann beantworte ich jeden und oder versuche es zumindest. Und dann irgendwann vergesse ich es oder merke es gar nicht, dass noch ein neuer Kommentar gekommen ist und der rutscht dann irgendwie so durch. Aber ich glaube, jetzt habe ich alle gelesen und auch allen ein Herzchen gegeben. Ja, und soweit ich kann, antworte ich und manchmal, ja, da gibt es auch nichts zu sagen, ne? Also da, ja, da langt ein Herzchen. Okay, jetzt erstmal zu meinen fertigen Sachen. Ich habe das letzte Mal ja vergessen, euch ein paar Socken zu zeigen. Das habe ich noch in den Shownotes geschrieben, weil ich das erste Mal in meinem Leben grüne Socken gestrickt habe. Ich muss gestehen, ich bin ja eher so ein Ego-Stricker. Also ich stricke, wenn überhaupt, mal für Familienmitglieder, aber da auch nicht so oft. Nicht einmal für meine Enkelkinder, aber ich glaube, das wird jetzt besser, weil jetzt passen die Sachen ja länger und dann lohnt sich's auch mehr. Aber ich mache nichts eigentlich für so soziale Sachen. Ich glaube, da habe ich, muss ich gestehen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal was gestrickt habe. Ja, das ist so. Aber jetzt habe ich grüne Socken gestrickt, aus dem Grund, aus einem traurigen Grund, weil eben jemand in meinem Bekanntenkreis eben eine Diagnose bekommen hat, die eben ein paar grüne Socken nach sich zieht. Also eine Unterleibskrebsart. Und bei uns hier, glaube ich, gibt es diese Aktion mit den... Ach, jedes Mal. Das Ganze, den ganzen Tag hängt mir kein Haar im Gesicht. Also schon, aber nicht so. Aber wenn man dann was aufnimmt.
Also auf jeden Fall gibt es das bei uns nicht, das mit der grünen Socke. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich stricke derjenigen selber welche und die kriegt sie dann von mir und weise aber auch darauf hin, dass es diese Aktion gibt und will vielleicht auch mal bei uns im Krankenhaus fragen, ob die da nicht Interesse haben. Und da habe ich ein Muster verwendet, was eben jemand kostenlos auch zur Verfügung gestellt hat im Februar. Das war eben die Melanie Millinger, Mel Nitz. Das hat damals die Elli in ihrem Podcast vorgestellt und das war da eben kostenfrei. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch kostenfrei ist, eben um jemandem etwas Gutes zu tun und eben grüne Socken zu stricken oder irgendjemandem Socken zu stricken. Und wenn es was umsonst gibt, dann lade ich mir das natürlich runter. Hatte aber ein schlechtes Gewissen irgendwie für mich jetzt da Socken zu stricken, weil es war ja eigentlich die Intention, es für einen guten Zweck zu machen. Also habe ich das Muster in meiner Bibliothek gehabt, ja, und habe gedacht, irgendwann, wenn dann Zeit vergangen ist oder so, also ja. Und dann kam das eben mit meiner Bekannten und dann habe ich dieses Muster genommen und das heißt, glaube ich, die grüne Socke oder so, oder? Nee, die gelbe heißt die andere, nee. Also ich verlinke es euch unten. Auf jeden Fall schaut dieses Muster so aus. Das hat eben solche, ja, so ähnlich wie Noppen. Ich mach mal, so kann man es besser sehen. Die Wolle ist vom letzten Opal-Abo. Und das ist ein total eingängiges Muster. Und jemand hat gemeint, da wären so viele linke Maschen. Und deswegen hat eben die Melanie Millinger noch eins mit rechten Maschen rausgegeben. Und das Muster heißt dann, glaube ich, die gelbe Socke. Da ist dann ein Zopfmuster. Aber die paar linken Maschen, das ist ja nur hier dieses Stück. Und da wechselt es ja immer ab mit verschränkten und diesen Bobbelchen da. Also die haben mich jetzt nicht gestört. Und die sind ja ein bisschen größer, weil meine Bekannte lebt auf etwas größeren Füßen. Und ja, da muss ich noch einen Faden vernähen. Hier ist alles gemacht. Und ich finde eben, mir hat diese Wolle auf dem Knoll gar nicht so gefallen. Und alle, die sie hatten im Abo, haben auch immer gleich gesagt, ah, wieder eine Wolle für grüne Socken. Und ja, jetzt habe ich sie auch dafür genommen. Und ich muss sagen, verstrickt finde ich sie schön. Und diese Socken werde ich also bald meiner Bekannten überreichen mit ein paar Zeilen dazu und vielleicht ergibt sich ja daraus auch, dass diese Aktion bei uns mal Fuß fasst. Erstes fertiges Objekt, was aber eigentlich das letzte Mal schon fertig war. Dann habe ich euch das letzte Mal schon was in die Kamera gehalten. Das waren die Socken für meine Enkeltochter. Ich weiß nicht für welche, aber ich denke mal, nee, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Muss ich mal gucken. Das ist der erste. Also ich finde den wunderschön. Meine eine Tochter hat schon gesagt, das sind typische Ostereierfarben. Also wäre ein schöner Ostersocken gewesen. Das ist der zweite. Und da habe ich ja diese Gum-Gum-Methode verwendet. Und schau gerade. Ja, das war dieses Knäuel hier. Das ist schon ein bisschen älter von Regia. Also bestimmt schon 5-6 Jahre. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und es war auch ein 50-Gramm-Knäuel. Und eine rosane Wolle. Und ich bin richtig verliebt in diese Farben, wie das rauskommt. Und ich habe bei diesen Socken auch die Ferse machen wollen von den Strandtreppensocken. Da hatte ich ja das letzte Mal euch schon gesagt, dass mir die so groß vorkommt, dass diese Strandtreppensocken ein bisschen ausschauen wie so Hausschuhe, so Dappen. Und jetzt weiß ich auch warum, weil ich wollte diese Ferse hier auch machen, weil ich sie an sich schön finde, aber die sah im Vergleich zu dem schmalen Schaft riesig aus. Also überhaupt, also die hat da nicht gepasst. Also habe ich es wieder aufgeribbelt und habe jetzt eine ganz normale Käppchenferse gestrickt. Und ich glaube, die Ferse bei den Strandtreppensocken, die ist speziell nur da. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, warum die jetzt nicht so geeignet ist. Sie sitzt wunderbar am Fuß, das ja, aber sie ist wirklich sehr groß. Und ich kann mich erinnern, dass die Monika von Momas Wollwelt mal gesagt hat, dass sie das auch so empfindet, wenn mich nicht alles täuscht, und dass die auch eine normale Ferse hinmacht, weil die optisch schöner ausschaut. Und ich muss sagen, also bei den kleinen Socken fand ich die auch, also die sah seltsam aus bei diesen schmalen Söckchen, diese unten dieser riesen Bobbel.
Ja, also das ist das zweite fertige Objekt und ich bin echt voll dieser Gum-Gum-Methode verfallen. Allerdings ist sie nicht immer geeignet, was ich jetzt gleich euch auch noch sage oder was ihr gleich noch seht. Ich habe da noch dieses Söckchen gestrickt und da seht ihr schon, was ich damit meine. Also die hier, die schauen ja wirklich wie aus einem Guss aus, sind halt ein bisschen die Farbverläufe ein bisschen, naja, schon ein bisschen arg anders, aber es passt hier. Während hier ist es schon sehr anders, aber durch die gleichfarbigen Bündchen, Ferse und Spitze sieht man ja, dass sie zusammengehören. Und witzigerweise habe ich hier weniger Maschen angeschlagen als hier. Ich habe die gleiche Nadelstärke, aber die sind wesentlich weicher und auch dehnbarer. Und das war auch eine Regia, so ein kleines Knäuel, aber eher in so Knallfarben, so rot, gelb, orange, blau. Und ja, also bei so kleinen Söckchen sieht man also, dass der Farbrapport oder sagt man Farbrapport, Musterrapport oder wie man da sagt, schon sehr lange ist. Also bis der sich wiederholt, dauert bei Gum-Gum lange. Am besten sieht man es aber bei dem neuen Paar. Da habe ich diese Wolle genommen. Die habe ich auch gefunden in der Kiste, wo ich euch gesagt habe, beim Zimmer aufräumen, umräumen. Das ist Opal, ich glaube 100 Wasser. Die ist auch schon älter. Und die habe ich mit der Weiß kombiniert. Irgendeine, weiß ich auch nicht welche. Und da schaut der erste Socken so aus. Ich habe mich immer gefreut, dass endlich mal dieses Pink da kommt, aber das kommt und kommt nicht. Also das ist der erste Socken. Ich habe da 40 Maschen angeschlagen, bloß damit ihr mal ungefähr wisst. Und der muss doch da dranhängen. Moment, der muss ja hier sein. Ah, nee. Hier. Ach, der war versteckt. Das ist der zweite. Und wenn ihr das schon mal seht, also hier ist so viel Pink, was ich da sehe, und leuchtendes Grün, aber das kommt und kommt nicht in die Socke. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie das dann wird. Ich habe dann schon überlegt, wenn ich ganz viel Motivation habe, stricke ich halt zwei Paar von denen, also dann praktisch noch einen dritten und einen vierten, und dann müsste eigentlich irgendwann vielleicht der vierte dann ähnlich dem sein, ich weiß es nicht. Also ja, ich muss mal gucken, wie das noch wird, weil dadurch, dass ich das mit Weiß gemacht habe, ist das nicht so ganz mit dem Wiedererkennungswert. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, das aufzutrennen, weil Gum-Gum-Socken aufzutrennen ist ganz schwer, weil man ja immer jede Runde eine andere Farbe hat, und ja, da wird es dann ein bisschen mühsam. Und genau, da komme ich dann gleich zu meinem nächsten neu angefangenen, als ich nämlich bei der Socke die Ferse gemacht habe, und da hatte ich schon ein Stück vom Fuß gestrickt und dann hat die mir nicht gefallen, habe ich das ja aufgetrennt und dann hatte ich zweifädig, weil sonst ist das, wie gesagt, zu mühsam. Dann hatte ich so einen kleinen Knäuel mit diesen zwei Fäden. Dann dachte ich, was machst du jetzt damit? Und dann habe ich kurzerhand eine Corner-to-Corner-Blanket angefangen. Die habe ich bei der Duck gesehen. Und bei wem habe ich sie noch gesehen? Wer hat denn noch eine gemacht? Ich glaube, die Frau Knuddelknit hat auch eine gemacht oder halt eine in Arbeiten, habe ich gedacht, ich brauche das auch. Ich möchte auch mal sowas Buntes. Also die ist wirklich bunt, und ja, und die, da habe ich eben dann unten diese reingehäkelt. Jetzt muss ich bloß schauen, wo da die erste Corner ist. Genau. Das ist hier irgendwo. Also das ist ein anderer Rest, und dann habe ich eben von der Gum-Gum-Socke ein bisschen was reingehäkelt und auch von der grünen Socke ist hier was, und ja, das wächst jetzt auch vor sich hin. Die Anleitung für diese Corner to Corner, die gibt es gratis bei Ravelry. Also, oder man googelt einfach C2C, also C2C, dann findet man die auch. Und ja, die wird echt bunt, ist nicht jedermanns Geschmack, auch nicht der meiner einen Tochter. Und eigentlich jetzt auch nicht unbedingt meiner so bunt, aber ich denke, bei einer Decke, die man sich mal so, ja, und ich
merke auch, dass vieles, wo man vor 2 Jahren gesagt hat, oh nee, das kann ich, das gefällt mir überhaupt nicht, ist auf einmal, dass es einem gefällt. Und deswegen, vielleicht ist es in 2 Jahren sogar der Renner und es gefällt mir dann sogar sehr gut. Also deswegen, und das nicht stricken, das Häkeln macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, die wächst also langsam vor sich hin, je nachdem, was ich halt für Reste habe. Genau, das waren die fertigen Projekte. Und eins habe ich neu angefangen. Ich habe was gesucht für mein Webprojekt. Dann habe ich wieder eine Wolle gefunden, wo ich gedacht habe, ach, wusste ich gar nicht mehr, dass ich die habe. Und zwar ist es von Sandnes Garn, die Line oder wie sie heißt. Ich habe jetzt hier nur ein geribbeltes. Da habe ich auch dieses Sunday Tea. Nee, ich habe das Anker Tea in rosa. Ich glaube, das war meine 2. Podcast-Folge, da habe ich das an. Da habe ich das in rosa verstrickt und das ist eben so ein Grün. Und was habe ich angefangen? Ich halte es euch mal rein. Die meisten werden es kennen. Na, wer weiß es? Ich höre euch schon. Den Ranunculus. Ich habe ihn endlich auch angefangen und ich habe den schon 2 Jahre in meiner Bibliothek, denke ich, also auf jeden Fall schon länger. Und jetzt habe ich mich endlich aufgerafft und habe ihn auch gemacht und ist er noch nicht fertig. Und ich muss sagen, Moment, ach, furchtbar. Ich muss sagen, er macht total Spaß und es ist auch jetzt schon, ich muss gar nicht mehr so viel unter den Armen machen. Dann kommt schon das Bündchen und dann kommen die Arme und ich habe auch nur noch dieses Stückchen und ein Knäuel. Aber ich mache ja kurze Ärmel und ja, also da bin ich schon gespannt, wie der fällt. Aber ich habe das jetzt schon bei ganz vielen gesehen, bei so einem kleinen Baumwollshirt, wenn man das dann über so einen, ich habe eigentlich 2 so Plissé-Röcke, die ziemlich lang sind und so halt in Creme, glaube ich, ist das Creme oder Weiß und einen in Schwarz. Da passt es dann bestimmt gut dazu, weil das dann der Rock ja etwas weiter oben ist und dann kann das Shirt oben kürzer sein. Weil bei meinen Hosen, die habe ich eher etwas tief sitzender. Also ich mag keine High-Waist-Jeans, da fühle ich mich immer so eingeschnürt. Also der Ranunculus. Ich habe gesehen, bei Willows gestrickt, die macht einen Karl mit der Quick-Strick, aber ich bin jetzt nicht so der Karl-Typ, der Knit-Along-Typ. Aber komischerweise stricken ganz viele jetzt einen Ranunculus und sagen eben auch, ah, jetzt gibt es sogar einen Knit-Along. Aber wie gesagt, also ich finde es auch immer witzig, weil der ist schon ziemlich lange, ich glaube 2017 oder so ist das Muster rausgekommen. Und das ist so ein bisschen wie der Half and Half, der geht überall durch die Decke. Also in jedem Land gibt es, glaube ich, Ranunculus oder Ranunculi. Ich als alter Lateiner würde sagen Ranunculi oder Ranunculen, wie die Kakteen, das weiß ich jetzt nicht. Also Ranunculus Sweater gibt es ganz viele. Ja, und dann habe ich noch was angeschlagen und da bitte ich jetzt, Tina, falls du zuschaust, bitte geh mal raus, weil ich glaube, man darf das jetzt schon auch sagen. Ich bekomme noch ein Enkelkind, allerdings eben wieder in Amerika. Und da habe ich jetzt auch was zu stricken angefangen. Und das hatte ich mir schon lange gekauft, die Anleitung, weil ich die so schön nostalgisch finde und so eigentlich so schlicht. Und dachte, irgendwann wird ja noch ein Baby kommen, dass ich das stricken kann. Und ja. Und zwar ist es die hier. Die ist von Sandnes Garn. Und die kann man also bestellen. Ich habe sie, glaube ich, von Dein Stück Glück. Habe ich die, glaube ich. Und am besten hat mir ja dieses Shirt gefallen. Und hier steht es eh auf Dänisch. Das könnt ihr eh nicht so lesen. Da. Und das schaut eben dann so aus. Ich finde halt, da ist so ein Herz. Und ja, ich habe das schon mal bei Instagram oder was bei Pinterest gesehen. Keine Anleitung gefunden, dann wollte ich es mir selber irgendwie ausdenken mit diesem Herz. Ich meine, das ist ja jetzt kein, nicht so sonderlich kompliziert, aber als ich dann mal irgendwo gestöbert habe und gesehen habe, da gibt es diese Anleitung, dann habe ich zugeschlagen. Genau, und da bin ich aber noch nicht sehr weit und da nehme ich eine Wolle von Schmusewolle, heißt die, glaube ich, Schmusewolle, die man eben eigentlich zum Färben nimmt. Und dann nehme ich das Natur und ich bin jetzt so weit.
Also das ist nicht viel. Weil dieses Jäckchen beginnt mit den Armen. Und zuerst habe ich gedacht, das ist ja auch blöd. Ich fange erst mit dem Körper an, aber jetzt mache ich so, wie es da steht. Oh, das schaut sehr gelb aus. Also in echt ist das wirklich halt dieses Naturweiß. Also ich habe auch gedacht, meine Tochter und ihr Mann, die lassen sich wieder nicht sagen, was es wird. Das heißt, ja, ich muss ja auch neutral stricken und sie kann sich ja dann auch färben, wenn sie möchte. Also geht ja auch. Aber ich finde dieses Naturweiß so völlig unbelassen, nee, so völlig belassen, naturbelassen, eigentlich fast am schönsten. Und ja, also wie gesagt, so gelb wie hier ist es nicht. Es ist auch so, dass ich Kunstlicht anhabe, weil es ist jetzt doch schon fast 6:30. Wie gesagt, es war völlig spontan, dass ich jetzt aufnehme. Ja, das waren meine angefangenen Projekte. Dann habe ich das letzte Mal ja gezogen den Super Simple Summer Sweater von der Jochi Locatelli. Und das ist der hier. Da könnt ihr euch vielleicht auch erinnern. Den habe ich letztes Jahr im Sommer mal gezeigt. Der ist also wirklich, ja, er ist einfach, wirklich. Aber ich glaube, dieses Simple bezieht sich auch ein bisschen auf die Art, da ist halt nichts, der ist ganz minimalistisch und eben, ja, in meinen Lieblingsfarben, schwarz und grau, und es ist von Pasquale das Leinengarn. Da wollte ich ursprünglich mir aus dem Grau was machen und aus dem Schwarz was Kurzärmliches, und das Garn habe ich schon 3 Jahre und das ist eben nie was geworden, und letztes Jahr habe ich dann gedacht, Mensch, für diesen Sweater wäre das doch optimal, und ich bin auch hier unten schon beim Bündchen. Ja, kann man nicht so gut sehen. Und dann kommen noch die Arme und dann ist der auch schon fertig. Also ich denke mal, beim nächsten Podcast könnte er fertig sein, aber ich ziehe ja heute wieder was Neues. Aber ist auf jeden Fall in der Pipeline, in der Warteschlange. Und da, ja genau, da war ich das letzte Mal, bevor ich ihn gezogen habe, war ich, naja, beim Herz, also ja, so viel ist da gar nicht hingekommen. Ja, aber ich habe noch einen Knoll abgewickelt, das zählt ja auch, ne? Das habe ich noch gewickelt, das ist ja auch was. Und dann habe ich noch gezogen den, wie heißt der, No Frills. Und der ist leider auch schwarz, könnte also auch nicht so viel sehen, aber den gibt es ja auch ganz oft in anderen Farben. Und da habe ich jetzt die Ärmel abgeteilt und da habe ich also auch so ein Stück gestrickt. Also 7 cm, der wächst halt langsam vor sich hin, aber immerhin ist er jetzt wieder in meinem Kopf. Und der ist ja eher was für Herbst und Winter und nicht für jetzt. Wobei ich ziehe eigentlich mittlerweile alles zu jeder Jahreszeit an. Also ich tue nicht einmal mehr meine Winterjacken weg, weil wenn man immer mit dem Hund gehen muss, ist es auch manchmal im Sommer, wenn es kalt ist, also wenn es regnet und so ein bisschen kälter ist und ich muss abends noch mit dem Hund raus, da kuschel ich mich manchmal am liebsten in meine Winterjacke. Ich meine, die hat jetzt keinen Fellkragen oder so, dann käme man sich vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ich habe da kein Problem mehr damit, weil ich meine, das ist halt schön warm. Auch zum Pferd, wenn ich nur zum Misten gehe, habe ich eine alte Winterjacke. Die ziehe ich teilweise auch im Sommer an, wenn es mal so richtig kalt ist. Weil ich denke, manchmal im Sommer ist es manchmal so kalt, wie es auch mal im Dezember warm ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und im Dezember zieht man ja auch dann eine Winterjacke an, ne? Und dann kann ich ja wohl im Sommer bei der gleichen Temperatur auch eine Winterjacke anziehen. Ja, das waren meine gestrickten Sachen. Ich glaube, ich bretter heute ein bisschen durch, aber ja, ist auch nicht so schlimm. Das sind meine gestrickten. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Genau, und jetzt muss ich wieder ziehen. Diesmal muss ich nicht aufstehen. Hier ist es. Bin ich mal gespannt, was jetzt dran ist. Ah, okay, der... Ja, genau, der Triangle Wrap. Ich dachte schon, hey, was ist denn jetzt das? Aber das ist der Half in Half. Gut, den hatte ich letztes Mal wieder draußen und da bin ich ja jetzt schon beim zweiten Dreieck. Hä? Ach so, ja, der Miro Mesnil. Okay, der ist wieder dran.
den hatte ich ja schon mal. Okay, dann mache ich an dem jetzt weiter. Da bin ich ja schon bei dem einen Arm ziemlich weit unten. Da fehlt ja dann eigentlich nur noch der andere Arm, dann ist er fertig. Da könnte sein, dass der beim nächsten Mal dann fertig ist. Also Miro Mesnil, diese Anleitung, diese französische von Cleonie. Das ist dieser Pullover, den man in drei Varianten stricken kann. Also entweder mit so Bishop Arms, heißt das glaube ich, Bishop Armen oder halt diesen großen Puffärmeln. Oder ganz normal und dann ist es noch als Kleid. Also es ist ein schöner Pullover. Und ja, den Half and Half, da brauche ich nichts dazu sagen. Okay, meine nächsten Projekte, an denen ich stricke. So, jetzt zu meinen gewebten Sachen. Das ist diesmal nicht so viel, aber ich habe mal probiert. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich dieses kleine Tüchlein, dieses Rosane, was ich euch in der Folge, wo ich das erste Mal übers Weben gesprochen habe, gezeigt habe, das nehme ich total gerne als Spüllappen. Das ist, also das langt sich schöner an wie die gekauften Strickspüllappen. Ich habe mir, muss ich gestehen, noch nie selber einen gestrickt. Nur jemandem anderem und da weiß ich jetzt nicht, wie die den findet zum Abspülen. Ich glaube sogar, der ist er zu schade, den nimmt die Tochter in der Spielküche, aber das ist mir egal. Aber ich habe so ein paar von den skandinavischen Einrichtungsläden, da gibt es ja auch diese gestrickten Spüllappen und ich finde die lange nicht so schön in der Hand wie mein selbstgewebter. Vielleicht liegt es dran, dass der durch dieses Gewebte ein bisschen mehr besser zum Auswringen geht, weil da einfach da so kleine Luftlöcher sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn das geht, dann müsste ich doch ein Trockentuch, ein Abtrockentuch, ein Geschirrtuch weben können. Und tja, dann habe ich eben meinen, habe ich mich jetzt verblabbert? Ja, meine Herde ist nochmal gewachsen um einen 80er Webrahmen. Ja, wie gesagt, ich kaufe alles selber. Ich werde nicht gesponsert. Sage ich aber dann noch was dazu, auch wegen Webram. Ja, das ist raus. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, weil es geht ja nicht allen was an. Aber ihr braucht es ja nicht weiter sagen, dass da jetzt die Herde schon wieder gewachsen ist. Aber jetzt reicht es auch. Auf jeden Fall habe ich noch einen 80er. Und da habe ich jetzt ein Geschirrtuch gewebt. Also, warte da mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, so rum wurde es gewebt. Genau. Oder? Nein, so rum wurde es gewebt. Eben, hier ist ja die Webkante. Die ist nicht so schön, die Seite ist schöner. Genau. Und hier habe ich eingenäht. Eben, jetzt musste ich nämlich echt überlegen. Und auf dem Webrahmen war das Teil nämlich echt ziemlich größer. Und ich habe es aber heiß gewaschen und auch in den Trockner. Weil ich meine, wenn das ein Abtrockentuch sein soll, dann muss das das auch aushalten und es hält es auch aus. Und meine Töchter, als die das auf dem Webrahmen gesehen haben, die waren ganz, ach, diese schönen Farben. Ja, also ich muss sagen, finde ich auch schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Eis oder so. Ja, ich zeige es euch nochmal von nahen. Genau, und da habe ich eben einen ganz dünnen Baumwollfaden genommen. Diesen ganz dünnen, den es auch so großen... wie heißen denn die Garnspulen gibt? Also die gibt es in jedem, also bei uns gibt es die beim Müller, ist jetzt wahrscheinlich auch Werbung, und da kostet so ein Ding, ich glaube 4 € oder so, und da kann man auch so ganz filigrane Sachen häkeln oder eben auch für sowas. Und das andere ist Baumwollgarn von, das sagt die Tricolibri immer so süß, von Schiebjes, heißt es. Also sie strickt eben, glaube ich, gerade oder hat gestrickt einen Pullover von Schiebjes. Finde ich total süß. Aber Schiebjes ist es. Da wollte ich auch mal was häkeln und es wurde nie was. Also ein Abtrockentuch und ich finde, wenn man das so zusammenlegt, so, dann denke man sich noch so ein schönes Label drumrum aus, braunem Packpapier. Also finde ich, sowas kann man auch verschenken. Und ich muss sagen, es ist also wirklich alltagstauglich. Und mein nächster Versuch wird dann werden, nur mit dieser dünnen, also ganz dünnen Baumwolle mal zu weben. Weil ich habe mir für diesen 80er Webrahmen eben tatsächlich auch noch verschiedene Gatterkämme gekauft, damit man eben auch was ganz Feines weben kann.
Und der 80er ist auch von Ashford. Also ich habe jetzt zwei eben von Chromsky und den 80er habe ich von Ashford. Ich kann jetzt nicht sagen, mit wem ich zufriedener bin. Die weben alle gleich, aber ich muss sagen, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, beim Chromsky ist weniger Plastik, sagen wir mal so. Der Ashford hat ein bisschen mehr Kunststoffanteile, die aber sehr, also für mich schauen die sehr, wie ist das, wenn was lange hält, haltbar. Also auf jeden Fall nicht so, dass es gleich kaputt geht, nein. Und da sind ja auch ganz viele zufrieden mit dem Chromsky. Und ich finde ihn auch schön. Und ich glaube, der ist aber insgesamt, sind die Webrahmen von, habe jetzt Chromsky gesagt, von Ashford eben günstiger als die von Chromsky. Ja, aber wie gesagt, ich habe es von Anfang an, hätte ich es wissen müssen, dass Webrahmen Rudeltiere sind. Und es stimmt, aber dann also ist auch, also mehr braucht man dann auch nicht. Also man braucht eigentlich grundsätzlich eigentlich nur einen mit 100, nee mit 80, dann kannst du eigentlich alles machen, weil du kannst den ja mit 80, kannst ihn mit 60, mit allerdings mit den Gatterkämmen ist es dann schwierig und es ist schon auch anstrengend, wenn man den immer so ewig durchzieht, das Schiffchen. Aber die beste Größe tatsächlich, wenn jemand einsteigen will, finde ich, ist der 40er, mit dem ich da immer in meinem Schaukelstuhl eingeklemmt bin. Also ich habe praktisch einen Webstuhl. Ja, und dann habe ich auf dem, muss ich überlegen, 60er auch noch aus dem Rest. Da sieht man auch, das ist dieses dünne Garn, was da eben, was ich als Kettfaden genommen habe. Und da habe ich noch aus einem, so, das war mal so ein Bobbel von Lana Grossa, das ist so Bändchengarn. Da habe ich jetzt einfach noch den Rest verwebt. Das nehme ich so als kleinen Tischläufer, denke ich mal. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Teppich zu weben, weil das immer noch alles zu lappig ist. Aber ich habe jetzt auf meinem 80er ein dickeres Baumwollgarn als Kettfaden. Und da möchte ich dann, wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich so eine Tasche gehäkelt letztes Jahr. Und da möchte ich dieses Baumwollgarn, das ist glaube ich von DMC, mal als Schussfaden nehmen und das müsste dann tatsächlich ein bisschen stabiler sein. Was man natürlich auch machen kann, die Idee fände ich zum Beispiel auch total schön, wenn man so alte Stoffe hat, dass man die dann praktisch so immer in so einer bestimmten Breite eben schneidet oder reißt, dann aneinander knotet oder näht und ein bisschen, weiß nicht, ob man es überhaupt versäubern muss und dann diese Stoffe durchwebt. Weil ich habe ja für meine Enkeltöchter, eigentlich mir selber, aber als Argument, warum ich es mir kaufen musste, habe ich mir von Mailek, ich liebe Mailek, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich mir das Puppenhaus letztes Jahr gekauft. Und meine Enkeltochter, wenn da ist, die liebt es heiß und innig. Und immer mal wieder kaufe ich mir was Kleines für dieses Puppenhaus. Ich muss gestehen, ich hatte nie eins, nur ein abgelegtes von meiner Cousine. Und immer hieß es, ich würde irgendwann noch ein schönes bekommen, aber das habe ich mir dann halt selber irgendwann gekauft. Und das steht auch bei uns im Wohnzimmer, wird dann auch immer jahreszeitlich geschmückt mit Weihnachtsdeko und so. Da mache ich das halt im Miniaturformat, was ich im Großen nicht so mag. Und da habe ich eben mal einen kleinen Teppich gekauft. Und jetzt denke ich, also sowas kannst du jetzt selber weben. Und da sind eben so kleine Stoffstreifen einfach durchgewebt. Und da kannst du ja wirklich alles dann aufbrauchen. Das ist, so haben die es früher, glaube ich, auch gemacht. Da haben sie dann alte Hemden, Blusen, Röcke, die halt nimmer so ganz in Ordnung waren, nur noch teilweise gut, haben sie halt dann in Streifen geschnitten und diese Streifen aneinander und dann was Neues draus gemacht. Und ja, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Okay, das waren meine gewebten Sachen. Das war alles, was ich, jetzt wollte ich schon wie die Kiko sagen, was ich in der letzten Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ja, habe ich auch und gewebt. Und jetzt komme ich noch kurz zu meiner Werbung. Ihr seht ja schon hier, ich habe eine wunderschöne Kette. Die habe ich schon lange im Auge gehabt. Und ja, wenn ihr auch seht, was da drauf steht, ne? Stimmt ja auch. Ich bin ja auch eine Grandma. Ach so, Tina, habe ich schon gesagt, dass du schon lange wieder zugucken kannst. Jetzt sitzt meine Tochter in Amerika wahrscheinlich immer noch im Garten. Naja, ich kann ihr dann sagen, dass sie... dass es schon längst vorbei ist, die kleine Szene. Hätte ich ihr eigentlich sagen können, sie kann wieder gucken. Tut mir leid.
Also auf jeden Fall habe ich mir diese Kette gekauft, aber die habe ich selber gekauft. Aber es bleibt ja nicht aus, wenn man so ein paar Follower hat und die Abonnenten heißt es hier, Abonnenten hat und so ein paar Klickzahlen, da kriegt man dann plötzlich so Post und ich habe schon gemerkt, es ist eigentlich immer der gleiche Inhalt auf Englisch. Einmal war er sogar auf Deutsch und bei der ersten Post, da habe ich gedacht, boah, Wetter, wurde ich also angeschrieben, dass eben, ja, mein Podcast, der gefällt Ihnen und meine Ausstrahlung und was weiß ich, wo ich gedacht habe, ey, also wenn ihr den letzten Podcast meint, das kann nicht sein, weil was ich da für ein Zeug gelabert habe, das kann nicht sein. Also ich glaube, das sind so vorgefertigte Texte, also da bin ich sicher. Und die werden dann halt verschickt, wenn man merkt, oh, die und die Podcasts werden ganz oft aufgerufen und so weiter. Und so die Altersklasse und so. Ja, und dann meine Töchter gleich gesagt, oh ja, Mama, mach das. Das war irgend so eine Sportfirma mit Sportbekleidung. Aber ich habe echt gedacht, erstens mal habe ich meine Lieblingsjogginghosen, die waren da nicht dabei, diese Marke. Und ansonsten trage ich keine Sportklamotten. Und ja, und ich dachte mir dann immer, ich bin so, habe so dieses Mantra eingepflanzt bekommen, du kriegst nichts geschenkt. Da ist immer irgendwo ein Haken. Also ich bin da immer sehr misstrauisch. Und außerdem, ich habe zuerst gedacht, naja, ich muss dem jetzt schreiben, dass ich da jetzt nicht so interessiert bin und so weiter. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, die werden diese Mail ständig rausschicken. Da werden die jetzt nicht denken, ach, jetzt die Seven Nitz hat jetzt nicht zurückgeschrieben, die ist ja unverschämt oder so. Also ich habe das dann gelassen. Außerdem hieß es ja auch bei Interesse und ich hatte keins. Dann hatte ich mal wieder eine Anfrage. Ich habe mich nur immer gewundert, dass keine Bücher kommen, die ich vielleicht mal vorstellen soll. Aber würde ich auch nicht unbedingt machen, weil ich glaube, ich möchte das auch gar nicht. Und letztens kam mal wieder was, das war mit Schmuck. Und da hat dann wieder eine meiner Töchter gesagt, ja, Mama, mach das, mach das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich möchte einfach hier nichts bewerben, was ich nicht selber gekauft habe oder wo ich auch nicht hundertprozentig dahinter stehe. Und eigentlich stehe ich nur hundertprozentig hinter Sachen, die ich entweder selber gemacht habe, wo ich dann auch weiß, da ist wirklich, da habe ich auf alles geguckt oder so wie beim Weben. Also wenn da ein neuer Webrahmen rauskäme und ich sollte den Probe, das würde ich schon machen. Also da, ja, ne? Oder ja, sowas vielleicht schon. Aber alles andere, also. Ich brauche jetzt auch nicht sagen, ihr Lieben, ihr braucht mich nicht mehr anschreiben, weil ich glaube nicht, dass die den Podcast wirklich anschauen. Das glaube ich nicht. Und deswegen, da bin ich vielleicht auch wirklich, dass ich das überhaupt denke, werdet ihr vielleicht denken, Mann, ist die blauäugig. Ja, aber ich bin da wie meine Oma, die hat immer mal so Anschreiben bekommen vor 40 Jahren, weiß ich noch. Da hat man ja noch Fernseher gekauft in einem Laden seines Vertrauens und da gab es auch noch einen Fernsehnotdienst, der samstags kam, wenn der Fernseher kaputt ist. Und von diesem Laden hat sie halt ein Angebot bekommen, dass doch ihr Fernseher jetzt schon älter ist und sie hätten da einen schönen neuen. Und ich weiß noch, dass meine Oma da total fertig war, weil sie dann gesagt hat, sie braucht keinen neuen und sie will keinen. Und wie will sie das jetzt dem freundlichen Herrn beibringen, weil der war so nett zu ihr und hat ihr so ein tolles Angebot gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da gesagt habe, Oma, ey, dem ist das an sich wurscht, der will halt einfach was verdienen und wenn du den nicht nimmst, ja, mei, dann hat er halt keine Provision oder so, aber dem brauchst du da jetzt nicht zuliebe einen Fernseher kaufen. Aber meine Oma dachte da wirklich, das wäre so halt für sie ein Angebot, nur für sie und da war sie wahrscheinlich auch eine von vielen. Und ich denke da halt auch manchmal, oh, die haben mich angeschrieben und dabei wird das ständig passieren. Und deswegen muss ich da auch nicht sagen, ach nee, tut mir leid und überhaupt. Aber ich habe eben wirklich gedacht, nee, weil ich bin jemand, sobald ich irgendwas merke, dass mir jemand was andrehen will oder da kommt dann noch was hinterher, dann mache ich dicht. Also ich weiß noch, ich war 40 oder 41, also eigentlich noch jung. Aber der Moment, wo ich mir steinalt vorkam, war, als ich bei Otto ziemlich viel bestellt habe. Otto Versand kennt man vielleicht noch. Und es kam ein freundlicher Mann von Otto und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Sammelbestellerin machen würde und dann so auch mal Leute einladen und dann. Und ich kannte das von meiner Mama oder kenne das, die ist beim Bauer Großversand, der gehört ja, glaube ich, jetzt auch zu Otto, schon seit,
ich glaube, 50 Jahren, solange es den gibt schon fast, Sammelbestellerin, und da haben wir immer sehr viel davon profitiert. Aber damals, als dieser Mann von Otto mir das so vorgeschlagen hat und dann mir so Produkte, so eine Mappe gegeben hat, da kam ich mir vor, ich habe gedacht, es fehlt nur noch die Kittelschürze und die Lockenwickler. Ich kam mir da so alt vor und das habe ich auch nie gemacht. Also ich habe dann auch, also das kann ich nicht machen. Und Leuten was andrehen oder sagen, ich kaufe das, weil ich dann weiß, da kriege ich Prozente. Oh nee, das geht nicht. Oder wenn man oft so Gutscheine bekommt, Einkaufsgutscheine von irgendwelchen Firmen und dann steht im Kleingedruckten Mindestbestellwert, bla bla bla, dann können sie den schon gleich wieder haben, weil ich suche eigentlich schon dann immer nach dem Haken, weil ich mir immer denke, es kann nicht sein. Oder kennt ihr noch Yves Rocher? Da konnte man ja immer ewig Zeug immer so kleben und machen und das hat immer total Spaß gemacht. Das habe ich viel bestellt, als ich so 20 war, so um die 20 rum und auch noch mit 30 oder so. Aber im Endeffekt, ja, also da hat man da teilweise wirklich das Gefühl gehabt, die verschenken Sachen, aber ich glaube, die Sachen waren vielleicht entweder auch nicht mehr wert oder ich weiß es nicht. Also manchmal ist es schon so, dass man so echte Schnäppchen macht, ne? Wenn man dann wirklich merkt, also das ist so günstig, die sind einfach froh, dass sie es los haben. Dann freue ich mich schon, aber ansonsten, sobald ich merke, mir möchte jemand was andrehen, tut er mir auch leid, weil ich mir denke, der arme Mensch, aber die machen das ja freiwillig, so Staubsaugervertreter oder Versicherungsvertreter oder so, das ist ja ihr Job, aber ich glaube, das wäre nie was für mich gewesen, sowas. Ja, also von daher, falls jemand tatsächlich meinen Podcast wirklich anschaut mit der Intention, ich sollte was für ihn bewerben, ich mach das nicht. Ich mache das nicht. Und ja, also auf jeden Fall wollte ich das mal gesagt haben. Und genau, und diese Kette eben, die habe ich eben bestellt und heute bekommen. Und habe ich gedacht, die tue ich hin. Und dann kam mir, oh, die ist aber ziemlich plakativ da vorne. Da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da also jetzt nicht werbe, höchstens für Großmütter. Dafür werbe ich. Großmutter, Oma ist super, Oma zu sein. Dafür werbe ich vielleicht schon, aber nicht für diese Kette, weil die ist selbst gekauft und die kann halt auch nicht jeder tragen, ne? Erst ab einem bestimmten Status. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt das alles so rübergebracht. Also nicht so, dass jemand, der das gerne macht und da Werbung macht. Und ich glaube auch, also es gibt bestimmt auch Sachen, also mal so, wenn mir jemand jetzt ein Wollpaket schickt und sagt, würdest du mal für mich daraus was stricken und dann sagen, also nicht für den, sondern für die aus der Wolle was stricken und dann mal deine Meinung abgeben. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich es fertig bringen würde, dann in der Kamera zu sagen, also ich finde diese Wolle ist nicht so toll. Das könnte ich dann nicht. Und dann würde ich mich wieder verbiegen. Nee, ich glaube, ich bin dafür die falsche Adresse. Und wenn das jemand macht und kann, es ist ja eine tolle Sache, ne? Weil da kriegt man ja auch schon ein bisschen was dafür dann. Aber ich werde es nicht machen und ich möchte weiterhin hier reden können, was ich möchte und auch sagen können, was ich blöd finde oder was ich nie kaufen würde. Ja, genau. Und ja, somit bleibt es bei einer Dauerwerbesendung, die nie gesponsert wird von irgendwas. Gut. Ich habe alles gesagt. Och, ich dachte, heute bleibe ich mal unter einer Dreiviertelstunde. Also bin ich aber nur knapp. Ich wünsche euch eine gute Woche. Heute ist Dienstag. Also die Schule hat wieder angefangen, aber es geht. Und wir sehen uns, denke ich, wieder so in 2 Wochen. Also eigentlich war immer Sonntag der Tag zum Aufnehmen, aber da war immer jetzt immer was anderes. Und ich bin ja auch jemand, der sehr zwanghaft ist und ich mich dann wirklich, ich habe in den Ferien wieder ein bisschen Sport getrieben und dann war ich immer auf dem Stepper und da habe ich immer 20 Minuten eingestellt und ich habe absichtlich oft nach 19 Minuten und so viele Sekunden aufgehört oder auch mal nach 18, einfach weil ich mich kenne. Ich bin dann so jemand, ich muss dann und schon allein das denke ich, ich lasse mir da die Freiheit. Es klappt mal Sonntag oder Samstag oder es klappt Montag oder Dienstag.
damit ich mich nicht selber unter Druck setze, weil den habe ich schon von außen teilweise sowieso. Okay, also ich wünsche euch eine gute Woche. Strickt schön, näht schön, webt schön und genau, wir sehen uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Bis bald. Tschüss.